Hallo Genossen da draußen, herzlich willkommen hier zurück zu Atomic Heart. Beim letzten Mal haben wir die Idylle der Sowjetunion kennengelernt und was daraus geworden ist am Ende. Wir haben Rambo-Oma kennengelernt und versuchen jetzt mit unserer goldenen Axt der kapitalistischen Zerschlagung die Roboter hier niederzumachen. Ich kann durch Reifen springen, okay. Ich würde jetzt erstmal dich hier beenden, mein Freund. Reinus Prinzip. Neuropolymer, Metallteile, kleiner Neuromed-Kapsel, synthetisches Material. Der ist tot. Oh, wir hören es hier irgendwie ganz komisch. Ich kann hier Sachen aufmachen. Neuromed-Kapsel. Nehm mal an, dass das irgendwelche medizinischen Dinge sind. Okay. Kleine Nürnberg regeneriert sofort 50 Gesundheit. Alles klar. Also mit Tab kann ich darauf zugreifen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich sehe jetzt hier auch gerade eben mal... Okay, das ist mein Schwede. Alles klar. Der Schwede. Mein goldener Schwede. Ermöglicht wird diese Aufgabe durch eine... Wir müssen einen Weg finden, um diese gepanzerte Tür zu öffnen. Ach, was du nicht sagst. Genug von diesen bescheuerten Ratschlägen. Verrate mir lieber mehr über Petrov. Wie kam man ihn auf die Schliche? Michael Stockhausen entdeckte Petrovs Verrat. Petrov wurde dann vom Agentumverband verhaftet. Wie ist er dann hier unten gelandet? Nach dem Prozess wurde Petrov zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und als Gefangener hierher zurückgeschickt. Was, ließ sich in der ganzen Sowjetunion niemand finden, der seine Arbeit übernehmen konnte? Der Start vom Kollektiv war nur noch wenige Monate entfernt. Es wäre unklug, den leitenden Ingenieur zu ersetzen. Petrov musste seine Arbeit abschließen. Dazu wurde er gezwungen. Was ist an dem Burschen so besonders? Viktor Petrov war zuvor der leitende Ingenieur einer geheimen Abteilung der Akademie der Konsequenzen, die sich der Programmierung von Robotern für Kollektiv 2.0 widmete. Verstehe. Aha. Ach, guck mal, eine goldene Uhr. Was? Was? Ich hab da was gefunden. Dies ist ein Notfalleintrag. Ich bin Programmiererin. Mein Name ist Ekaterina Wischnewskaja. Es gab einen Zwischenfall im Wawilow-Komplex. Roboter haben angefangen, alle zu töten. Ich bin im Moment... Hey, wer ist da? Sie haben mich gefunden. Bleibt weg! Ich habe eine Granate! Hier spricht Oberfeldwebel Ibrahimov. Ich bin ein Mensch. Du musst mitkommen. Hier ist es gefährlich. Verschwinde, du Monster! Nein, hör doch zu! Okay. Es gibt also auch Aufnahmen, die wir finden können. Sind das Kartoffeln? Das sind Kartoffeln oder Steine? Ich weiß nicht, was... Es ist ein bisschen auffällig, dass dieses rote Rad, das wahrscheinlich irgendetwas auf- oder zudrehen soll, hier so in einem weißen Kreis liegt. Ein Ventil. Spiel will, dass wir zurückgehen, aber ich bin einfach so neugierig. Ich möchte wissen, was hier noch kommt. Wenn hier noch was kommt. Die haben irgendwie noch... eine Lampe anmachen oder sowas? Nee, gibt's nicht. Da kann ich nicht hoch, so wie mir scheint. Okay. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, was da dran steht. Wird mir auch nicht übersetzt gerade eben. Moment, was? Doch, da wird mir was übersetzt. Sie können dich hören. Ah! Ich muss kurz mal ein bisschen länger so Mouse-Over drüber lassen, dann... kann ich also quasi diese russischen Schriften übersetzen lassen. Also ich kann jetzt mit diesem Ventil hier das hier wohl öffnen, nehme ich mal an. Ja, ich mach doch schon. Ich muss erstmal einen Drehgriff dahin montieren. So leicht ist das nicht. Was zur Hölle? Oh no. Halt durch, Kumpel. Halt durch.
Ich habe eine Schrotflinte mit einer einzigen Patrone. Schön. Okay, finde Viktor. Ich glaube, wir sollten hier nicht verweilen. Sagt mir so mein Gefühl. Was? Ach, wie geil, das geht hier auf. Sichere Gebiete. Pausenräume sind die sicheren Zonen des Spiels. In allen diesen Räumen befindet sich eine manuelle Speicherstation. Aha! Okay. Speichere Daten. Das ist halt echt ein Magnetbandsystem. Okay, Schrotflintenpatronen, Metallteile, synthetisches Material. Ja, das ist ja schon mal ganz nice so. Ist das jetzt so eine Art russische MGM-Version oder sowas? Oder ihr wisst schon, ne? Also Tom und Jerry auf Russisch. Witzig. Hä? Okay, leider hören wir natürlich nichts. Jetzt scheint's vorbei zu sein. Okay, es scheint vorbei zu sein. Ich kann nochmal ganz kurz speichern, damit ich das Gelootete quasi jetzt hier mit abgespeichert habe. Also es gibt solche Safe Zones. Ja, und die Maschinen erhoben sich auf... Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Okay, wir sind jetzt hier in so einer Art Tutorial. Gegner können Sprungangriffe ausführen, die P3 umwerfen, wenn sie erfolgreich sind. Wenn ein Gegner einen Superangriff auflädt, weist Charles dich darauf hin, wenn du am besten ausweichen solltest. Wenn du die rote Markierung erscheint, drücke linke Shift-Taste zum Ausweichen. Der Asche. Oh fuck. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich hab grad viel um die Ohren. Versuch den stärkeren Roboterangriffen auszuweichen. Die sind alle stark. Angriffe, die ein Roboter während eines Stromstoßes ausführt, sind besonders gefährlich und können... Wow. Wow. Okay, also ich... ja, okay. Drücke Leertaste, um Rache zu üben. ja, also ich glaube, ich muss jetzt hier ausweichen, oder? Das ist, glaube ich, jetzt der Deal, ne? Also ich komme da wohl nicht drum rum. Ich muss jetzt ausweichen. Und die Maschinen erhoben sich aus der Asche. Wow! Okay. Boah, nee, die halten ganz schön was aus, ich sag's euch. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich hab grad viel um die Ohren. Versuch den stärkeren Roboterangriffen auszuweichen. Die sind alle stark. Angriffe, die ein Roboter während eines Stromstoßes ausführt. Ja, das haben wir schon gehört. Also mehrere Ressourcen gleichzeitig sammeln. Wenn sie sich von mehreren Kisten befinden, halten sie, was? Tag-ID? Das ist noch nicht final, so wie es aussieht. Ich habe ja noch eine Preview-Version, Leute. Während du in ihre Richtung schaust. Okay, gut, das hilft mir jetzt nicht wirklich. Sind besonders gefährlich und können dich umwerfen. Leck mich am Arsch, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Okay, so wie es aussieht, kann ich wohl länger einfach draufbleiben. Es könnte nicht schaden, die anderen Ressourcen aufzusammeln, die du findest. Das werde ich tun. Eine zähe alte Hexe. Darf ich daran erinnern, dass du über einen Jarova Abalakov Spezialrucksack verfügst, um Gegenstände und Ausrüstung zu verstauen? Er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Alles klar. Ja, verrückte Wissenschaft, was? Fast als würden wir in einem Sci-Fi-Zeitalter leben. Warum hast du das Ding eingeschaltet? Uns wurde befohlen, es bei deiner Ankunft einzuschalten, Genossin Murafiova. Mein Befehl lautet, zu dokumentieren. Du kannst deinen fetten Arsch dokumentieren, aber mich nimmst du nicht auf. Lass mich durch! Und nenn mich nicht Genossin Murafiova, für dich immer noch Oma Sina-Bürschchen.
Die war das. Dich nicht durchlassen, Genoss. Oma Sina. Nicht ohne Autorisierung. Was? Ich durfte bisher immer hier rein und jetzt plötzlich nicht mehr? Jetzt hör mal zu. Entweder lässt du mich sofort durch oder ich komme später wieder und dann stiehlt sich hier jemand anders die Beine in den Bauch. Also? Geh einfach rein. Dachte ich's mir doch. Wegtreten. Das Schlimme ist, dass mein Prof an der Uni, der hat mir erzählt, dass seine Mutter, die hatte auch irgendwie so Connections zur Sowjetunion damals. Und die muss auch so ein hartes, altes Biest gewesen sein, von dem her. Ich sehe aus irgendeinem Grund jetzt so ein bisschen sie vor mir. Ah, okay, die haben also auch Urlaub hier. Was ist das hier? Aha, computerartige Dinger. Datum 3. Juni 1955. Von Stockhausen, stellvertretender Direktor der Anlage 3826, an Wawilow, Geschäftsführung. Befehl von Genosse Sechenow, direkt von Anlage 3826. Sämtliche Mitarbeiter der Anlage 3826, einschließlich Dienstleistungsangestellte, haben sich am 10. Juni 1955 einer Polymerisation zu unterziehen und anschließend das Protokoll zu unterzeichnen. Jetzt wissen wir immerhin schon mal, dass wir erst im Jahre 55 leben. Okay. Nachrichten. 12. Mai 55 von Smirnov, Personalleiter. Wie gewünscht hier meine Einschätzung des Gefangenen Petrov. Gemütszustand nervös, impulsiv. Die Arbeit im Plisetskaya Theater hat sich offensichtlich auf den psychologischen Zustand des Gefangenen ausgewirkt. Er ist seit Monaten besser von Bildern aus der Welt des Theaters besessen, Entschuldigung, und aus der Welt des Theaters und rezitiert im Schlaf Gedichte eines unbekannten Dichters. Körperlicher Zustand, durchschnittliche körperliche Gesundheit, gelegentlich nervöse Zuckungen, Sicherheitseinschätzung, Fluchtgefahr. Trotz Genosse Sechenows persönlicher Anordnung, keine zu harsche Methode zur Verhinderung einer Flucht einzusetzen, empfehle ich eine ständige Beobachtung. PS. Inoffiziell ist Petrov aufgrund seiner Ergebnisse seit geraumer Zeit dabei, den Verstand zu verlieren. Aus psychologischer Sicht gibt es keine objektiven Gründe für seine Psychopathie oder sein Theaterbesessenheit. Ich vermute daher, dass das Theater für ihn mehr als nur ein Arbeitsplatz ist. Ich schlage vor, seine persönliche Arbeitsstätte durchsuchen zu lassen. Und dann gibt es noch was von Oma Sina. Von W. Nütschow, Leiter des Sicherheitsdienstes, an die Sicherheitsmitarbeiter. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sinaida Muravjova, auch bekannt als Oma Sina, unter keinen Umständen ohne vorherige Genehmigung das Schösslingslagerhaus betreten oder sich ihm nur nähern darf. Genossin Muravjova hat in der Vergangenheit Saatgut und Sprösslinge experimenteller Blumen mit ihren privaten Wohnungen mitgenommen, um dem Vorwand eine Inspektion durchzuführen und sie so dann eigenmächtig kultiviert. Da diese Pflanzen sich noch nach einer früheren experimentellen Phase befinden und Eigenschaften aufweisen könnten, die noch nicht vollständig ergründet wurden, könnte dies sich als gefährlich erweisen. PS. Reagiert nicht auf Oma Sinas unverschämtes Verhalten. Benehmt euch. Und dann gibt es noch einen Befehl. Von Solotuchin, stellvertretender Leiter des Wawilow-Komplexes, an Nütschow, Leiter des Sicherheitsdienstes. Streng geheim. Informiere Genosse Sechenow über den Zwischenfall in der Keimungswerkstatt. Ich regle das Krankenhaus ab, in dem das Opfer behandelt wird. Abgesehen von dem medizinischen Personal und Genosse Sechenow darf niemand die Station betreten. Okay. Da gibt es auch irgendwas. Post. Ah, Arbeiter. Okay, jetzt wissen wir, so sieht Sechenow aus. Sechenow Dmitri Sergejewitsch, 52. Das hier ist Olegowitsch, Osipowitsch, Pavlovitsch, Astamowitsch, Ivanovitsch, Aljewitsch, Vyacheslavonova, dann hier noch Batjewitsch, keine Ahnung, Viktorovna, Václav, das ist noch was Neues, Václav und Valerjevic. Gott, wie viele gibt es denn hier? Die will ich gar nicht alle vorlesen. Es sind sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele.
Holy moly, wie viele sind das? Also ich glaube, da sind definitiv vielleicht auch, keine Ahnung, Entwickler drunter? Weil einige der Bilder wirken so. Okay. Jetzt haben wir immerhin schon mal Computer hier kennengelernt. Kann ich diese Tür öffnen? Nein, kann ich nicht. Nein, ich kann diese Tür nicht öffnen. Auch nicht mit Gewalt. Ich gehe mal lieber wieder in Schleichmodus. Wobei ich nicht den Eindruck hatte, dass das Schleichen was geholfen hat. Also das hilft auf jeden Fall ungemein. Da sehen wir es auch. Da drüben hat es irgendjemanden. Kann ich hier rein? Glaube nicht. Wer auch immer das ist, der ist schon ziemlich tot. Okay, hey, das ist... Handschuh. Mein Name ist Charles, Genosse Major. Mir doch egal. Wie hat dieser Petrov es denn geschafft, kollektiv zu hacken? Der Verräter arbeitete nicht alleine. Er schmiedete mit anderen ein Komplott. Mit anderen, ha? Huh? Und wo sind die? Sie wurden bereits eliminiert, aber an Petrov kommen wir ohne deine Hilfe nicht heran. Deshalb bist du hier. Ja, okay. Dann bin ich ja froh, dass ich hier bin. Gott, ey, die sind alle schon so tot, ey. Aber immerhin bekomme ich jetzt hier auch noch... Schleiche dich an den Roboter an und führe einen Schleichangriff aus. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um ihn permanent zu deaktivieren. Okay. Oh, das ist doch schon mal nice. Wir können schleichen, das gefällt mir. Meine liebste Form zu kämpfen in solchen Spielen. Oh, da ist wieder was zum Anhören. Dann hören wir es uns mal an. Taschenuhren, die da plötzlich irgendwelche Sounds abspielen. Setz dich, Michael. Ich muss nur meine Arbeit fertigstellen, dann helfe ich dir. Laborroboter 84, bring Genosse Kolz auf eine Tasse Tee. Bin gleich zurück. Das war's schon? Na gut, dann war's das halt schon. Das war aber kurz. Ich find's cool, wie ich das alles öffnen kann. Da ist auch nochmal irgendwas. Aha. Was steht da dran? Nee, warte mal, den kann ich auch noch looten hier. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Musiziert voller Freude am Tag der Arbeit. Ja, genau. Ich glaube, da hat sich jetzt erstmal ausmusiziert. Aha, hier sehen wir es also gerade eben, die Grenzen von der Sowjetunion. Aber guck mal, da ist auch die Ukraine und Belarus nicht Teil davon. Das ist interessant. Und hier sind wir also, 3826. Gott, wo ist denn das? Das ist doch in der Nähe vom Iran oder so, oder? Nee, noch, das ist noch viel weiter östlich. Das ist China, das ist in der Nähe von China. Hier ist China. Okay, krass. Ach, das hätte ich auch öffnen können. Na ja, gut zu wissen. Hier hat es nochmal, nennen wir es mal einen Computer. Hey, ist das eine Birne? Funktioniert die? Alle Birnen in Anlage 3826 sind mit der Notstromversorgung verbunden und werden nie abgeschaltet. So können die Mitarbeiter ständig in Kontakt bleiben. Aber ich brauche doch ein Passwort oder eine Zugriffsberechtigung, um die Birne zu benutzen, oder? Ich kann dir Zugang zu jedem Gerät der Anlage verschaffen. Das gilt auch für die Chebetas, die dir auf dem Weg zu deinem Missionsziel sicher noch begegnen werden. Alles klar. Also die Dinger heißen Birne, gut zu wissen. Nachname, Gefangenennummer, Strafvollzugs- und Persönlichkeitstypus, Zusammenfassung. Aha, ein gewisser Polatjev, Keimungswerkstatt, fleißig, ungesellig. Ja, da sehen wir quasi Bogazzi, Kostjutschko, Algenwerkstatt, Tropenwerkstatt. Okay, fleißig, extrovertiert, unordentliche Arbeitsstätte, abgemahnt, Befehl. Datum 5. Mai 55 von Smirnov an Balko. Die folgenden Mitarbeiter der Pestizidwerkstatt sollen das Opfer A, also Njelova, zum Wawilow-Komplex eskortieren. Aha.
All diese Mitarbeiter erhalten 3 Arbeitstage lang eine zusätzliche Gefahrenzulage. Kümmere dich um den nötigen Papierkram. Also die Herren oder Damen Semiglasov, Nikolajenko und Nikonov sowie Petrenko. Seid netter. 21. Dezember 54 von Dr. Reufe an das Sicherheitspersonal. Ich möchte alle Genossen, die im Sicherheitsdienst tätig sind, daran erinnern, dass die Tage von Genosse Stalins Säuberungen hinter uns liegen. Ja, die Leute, die ihre Strafen an Vavilov absitzen, haben verschiedenste Verbrechen begangen, doch sie sind weiterhin Menschen und weiterhin unsere Genossen. Wie wir sie hier behandeln, entscheidet darüber, ob sie durch ihre Bestrafung ihre Lektion lernen und erkennen, dass sie den falschen Weg eingeschlagen haben. Ich habe jedoch einige Beschwerden von Gefangenen erhalten, dass sie schlecht behandelt werden. Ich möchte alle daran erinnern, dass wir weder eine Strafkolonie noch ein Gefängnis sind. Seid netter, meine lieben Freunde. Ja, das glaube ich, das läuft eher so mittelgeil. Und das sind noch mit dieselben Gesichter, okay. Ja, dann. Also immerhin weiß ich jetzt schon mal, dass ich Roboter... habe ich jetzt eigentlich schon mehr? Oh, ich habe nochmal eine weitere Patrone. Okay, ich kann wohl 4 Stück drin haben. Hier durch? Nee, da kann ich nicht durch. Und ist doch irgendwas. Kann ich da rein? Nee, da kann ich nicht rein. Aber irgendwas liegt da. Wie komme ich da rein? Ah, wahrscheinlich da irgendwie. Wahrscheinlich später. Nehmen wir leider diesen. Oh shit. Oh shit. Boah, was sie wegstecken. Nicht von schlechten Eltern, ey. Wow, wow, wow. Wie gesagt, und das ist nicht einmal der höchste Schwierigkeitsgrad. Wow. Okay, also ich sehe ein, dass ich da eventuell... Ich guck mal gerade eben. Also das ist jetzt hier mein Inventar. Okay, mein Inventar ist auch nicht unendlich groß, wie ich gerade eben sehe. Karte. Keine Lokalisierung gefunden. Geh ins Freie. Okay, Hintergrund. Tarisch-Koffer. Oh, da kann ich einiges... Das sind also Laborroboter. Die Stalin-Schnauzer-Typen. Verschiedenste Models, wie wir sehen. Dann sind das hier Techniker. Das sind... Ja klar, so sehen, also so würde ich auch Arbeiter nennen. Vielleicht Waldarbeiter. Das sind Docks. Ah, okay, das habe ich schon richtig erkannt gehabt. Ein Beljasch. Ein Igelchen. Das ist also eine Natascha. Drofa. Eule, das haben wir schon mitbekommen. Petschla. Rotoroboter. Wartuschka. Löwenzahn. Ball. Robofrau haben wir wohl noch nicht gesehen. Hummeln müssten wir schon gesehen haben. Und dann haben wir noch organische... Was? Okay. Jetzt wissen wir immerhin, was da auf uns zukommt. Die haben mich aber schon gehört gehabt, ne? Das ist ehrlich gesagt very uncool. Ja, das können wir uns wieder anhören. Als sowjetischer Wissenschaftler habe ich mich immer als Atheist betrachtet. Doch im Moment kann ich nur eines sagen. Möge Gott unserer Seelen gnädig sein. Wir haben die Magnettür zum Seilbahntunnel verschlossen. Doch ich weiß nicht, wie lange wir die Roboter im Komplex halten können. Hey, Ivan, bilde ich mir das ein oder hat sich der Busch da gerade bewegt? Ivan, Ivan! Warum habe ich ein mieses Gefühl bei der Sache hier? Nee, da ist nichts.
Hä? Kann mir noch mehr anhören? Victor, mein Schatz. Es ist zu gefährlich, weiterhin solche Nachrichten zu hinterlassen. Das hier ist die letzte. Mach dich bereit. Ich sammle meinen Papierkram zusammen und komme dann sofort nach. Wir lassen diesen Albtraum hinter uns. Wow! Für immer dein Narissa. Boah, der... Natürlich, ich wusste, dass einer rauskommt. Okay, also es hilft, die ganze Zeit in Bewegung zu bleiben. Ich hab doch gewusst, dass da einer rauskommt, ey. War doch so klar. Aber ich muss mich schon wieder heilen. Boah, ich hoffe wirklich, dass ich in absehbarer Zeit... Ja, sowas wie ein Charakterbild gibt's, glaube ich, nicht, ne? Dass ich irgendwie Skills oder sowas mal bekomme. Na, wir werden sehen. Wahrscheinlich bekomme ich einfach nur irgendwelche Upgrades. Dass ich den übrigens nicht gesehen habe. Ich habe mit großer Scham gesehen, wozu die Menschheit tatsächlich fähig ist. Aha. Offensichtlich habe ich das gerade eben auch schon. Scheiße, warum ist hier alles abgesperrt? Als die Roboter anfingen, Menschen anzugreifen, wurde der Notfallmodus aktiviert. Anlage 3826 ist im Lockdown. Das gilt auch für den inneren Sektor. Und wie soll ich dann die Tür hier öffnen? Sie hat ein elektromagnetisches Schloss. Also muss ich es mit einem elektromagnetischen Impuls kurz schließen. Okay, und wie? Dein Handschuh kann mit einem EMP-erzeugenden Schockmodul ausgerüstet werden. Irgendwo in der Anlage müsste eine Kapsel mit dem Neuropolymer sein, das zur Installation des Schockmoduls erforderlich ist. Gut, ich kümmere mich darum. Na gut, dann werden wir das jetzt mal tun. Ich kann es einfach öffnen. Hier stimmt was nicht. Oh nee, bitte nicht. Oh, Scheiße! Wow, wow, wow. Was für ein Riesenbohrer! Au? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja? Im Dunkeln lässt sich's gut munkeln, hab ich gehört. Gut, noch ein bisschen mehr. Alles okay? Mir geht's gut. Wie viele Finger? Vier. Prima, dann steh auf. Ich brauch dich. Wer sind die? Sie brachten dich her. Drück auf diese Wunde. Sie haben dich gerettet. Und wer bist du? Doktor. Und dein Name? Keine Zeit für Smalltalk. Ach, verdammt. Pinzette, 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 Pinzette! Ja, ja. Her damit! Was macht das denn hier? Warum brauchst du so lang? Du hast eine Neuropolymerkapsel? Brauchen wir nicht. Also, wie heißt du, Doc? Larissa, und du stellst eine Menge Fragen. Weißt du was? Das schaffst du auch allein. Wo gehst du hin? Es ist sinnlos. Uns fehlt die Ausrüstung. Ich hab die Ausrüstung. Okay. Damit lässt sich was anfangen. Wie hast du das gemacht? Du stellst eine Menge Fragen. Oh, oh. Runter! Larissa! Nein! Ich will nicht sterben! Der hat mich gerettet, du Sau! Entschuldigung. Oh, verdammt! Vorsicht vor dem Strahl! Oh, Scheiße. Ein Bosskampf. Das wollte ich eigentlich gar nicht, mich nochmal heilen. Autsch! Abgeschaltet. Charles, wohin führt der Schacht, in den Larissa gekrochen ist? Schwer zu sagen. Im Lüftungssystem sind überall Verzweigungen. Na gut, darum kümmere ich mich später. Okay, also tatsächlich war der nicht so schwer, aber schwer genug. Sagen wir es mal so. Ich habe jetzt eine Menge Schrotflintenpatronen. Vielleicht sollte ich irgendwann mal anfangen zu schießen. Aber bei dem habe ich zum Glück noch nicht gemusst. Was ist das für ein schräges Ding an der Tür? Ein Schloss. Ist das dein Ernst? Dann öffne es. Na los, wir haben es eilig. Ich kann dir nicht helfen.
Ich verfüge über keine Fähigkeiten im Schlösserknacken. Schlösser musst du selber knacken. Das wirst du schon hinkriegen. Na toll. Du bist also praktisch nutzlos. Wieder mal. Versuch genau in dem Moment mit den Fingern zu schnipsen, in dem die Anzeige des Sperrstifts aufleuchtet. Mist. Ah, das hat nicht geklappt. Und jetzt? Okay, also nochmal. Ich muss erstmal verstehen, was ich da tun muss. Ach Mist. Ach Manno. Okay, also ist einfach ein Reaktionsspiel. Es hat funktioniert. Das ist also eine ganz weirde Wegfahrsperre für Türen. Oh Mann, ich muss mir... Oh, was ist das? Mittlere. Ah, es gibt also auch mittlere. Gut zu wissen. Gar nicht gruselig. Ein Wiegenlied? Das gefällt mir nicht. Nee. Charles, was ist hinter der Tür? Das ist die Stimme von Nora. Sie ist ein sehr gefährlicher Gegner. Mhm. Nora also. Oh, Safe-Raum. Sehr gut. Ja? Die guckt mich an? Verdammte Kacke, was ist das für ein Scheiß? Och nö! Was für ein Hengst! Von euch Machos kriege ich nie genug. Lass mich dich ans Bett fesseln, Liebchen. Was? Nicht wehren, Schätzchen. Oh, das wird dir gefallen. Lass dir nicht die Arme fesseln. Ich versuch's ja. Ich bin für Vorschläge offen. Bring mich schnell zu ihrem Sensormanipulator. Das gefällt mir. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, und wie ich dich scharf machen werde. Lass mich nur an dich ran. Du Tier. Ich mag es ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Naja, ich komme nicht dran. Ich versuche es doch, verdammte Scheiße. Aber sie ist echt da. Ganz zu Diensten, Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Okay, anscheinend hat's geklappt. Bald wirst du weitere Fähigkeiten erhalten können. Aber wähle fürs Erste Schock. Okay, wähle Fähigkeit Schock. Schocker. Dein Handschuh kann eine elektromagnetische Entladung auf Gegner abschießen und ihnen dadurch elektrischen Schaden hinzufügen. Roboter sind besonders anfällig gegen Elektrizität. Ja, dann. Also so kommen wir dann doch zu unseren Charakterfähigkeiten. Tab Herstellung wechseln, okay. Wie könnte ich da widerstehen? Ich zeige dir, was ich kann. Rein beruflich natürlich. Ich habe es gesehen. Vielen Dank auch. Schöne Scheiße. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine dicken, heißen Wummen zu verbessern. Und glaub mir, mein Hübscher, alles lässt sich verbessern. Waffen sind nützlich. Öffne das entsprechende Fenster, Major. Lass doch den Handschuh, mein Hübscher. Den brauchst du nicht mehr. Du hast doch jetzt mich. Ich erfülle dir all deine Wünsche. Hast du ein Schwert? Ein mächtiges Schwert? Stoß es tief in meine Buchse, damit ich es fester und schärfer machen kann. Nova kann Waffen und Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände von Bauplänen anfertigen. Füttere dazu den... Aber ich kann noch viel mehr. Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen, mein Großer? Ja. Toll. Nimm diese mächtige Waffe, um die Schädel deiner Feinde zu spalten. Und bring mir Geschenke, damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können.
Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Der Fabrikator braucht Ressourcen, um sie aufzuspalten und Gegenstände zu produzieren. Zu unserem Glück ist er nicht sehr wählerisch, aber für einige verbesserte Modelle brauchst du womöglich besondere Komponenten. Ich vermute, in der Anlage wimmelt es von Schrott. So ist es, Genosse Major. Dann halte ich die Augen auf. Ich kann es kaum erwarten, dass deine starken Hände sich über meine Schnittstelle hermachen. So, das reicht. Wir sind hier fertig. Gehen ja! Wir. Ich bin auch der Meinung, das reicht. Oh Gott, wie krank ist denn diese KI? Das ist ja mal echt nicht nur Next, sondern Last Level. Oh mein Gott. Ich habe jetzt irgendwie ein Waffen-Upgrade, so wie das aussieht. Ja, hier. Der Schwede hat nun irgendwie ein Waffen-Upgrade. Ich würde aber auch gerne mal gucken, kann ich die Schotti noch irgendwie... Oder war es das jetzt mit ihr? Arsenalverbesserung. Ja, bitte. Okay. Schon im Besitz. Schon im Besitz. Also die sind schon verbessert, wie ich sehe. Bauplan erforderlich. Aha. Da kommen also noch eine ganze Menge Waffen auf uns zu. Ich kann auch Verbrauchsobjekte herstellen, wie wir sehen. Also diese Medipacks. Dafür brauche ich, was ist das hier? Biomaterialien. Da sieht man auch, wer die droppt. Okay. Und das hier sind synthetische Materialien. Witzig. Dynamo regeneriert eine gewisse Zeit Energie. Elektro generiert Energie. Aha. Adrenalin regeneriert Gesundheit und Ausweichen. Munition kann ich herstellen. Aber dafür brauche ich auch Baupläne. Kartuschenwaffen. Ah, sowas wie Feuerkartusche, Flammenwaffe haben wir auch. Nice. Verbesserungen. Kann ich dich verbessern? Also hier ist der Griff. Kann ich... Mündungsbremse. Aha. Kartuschenwaffe. Durch die Installation einer Kartuschenmoduls kann die Kugel mit einer dünnen Schicht eines speziellen chemischen Polymers überzogen werden, während sie durch den Lauf bewegt wird. Diese Schicht verleiht ihre zusätzliche Eigenschaften, wenn sie einen Gegner berührt. Okay, das kann ich nicht. Da fehlt mir irgendwas. Genau das hier fehlt mir. Chemie. Also mir fehlt Chemie. Da kann ich nichts machen. Zielvorrichtung kann ich nichts machen. Griff. Habe ich wahrscheinlich schon die besseren Sachen, nämlich mal erhöhte Feuerrate. Erhöht den Energiebonus. Was kann ich hier noch machen? Griff. Ich kann immer noch einen ergonomischen Griff und auch noch eine Kartuschenwaffe da draus machen. Und ich kann auch noch irgendwelche Sachen demontieren. Aber ich habe nichts zu demontieren. Aber ich kann auch Sachen lagern. Okay. Ja, dann wissen wir es Bescheid. Oder so ähnlich. Hallo? Voll vertrauenswürdig hier? Da oben ist noch jemand. Da ist auch noch jemand. Und da sind jede Menge Computersachen. Wir schauen uns hier nochmal um. Rein aus Neugier. Will ich gerade mal gucken, wie viel Munition habe ich jetzt eigentlich? Ich habe schon 11 Schuss, also insgesamt 15. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht wenn der nächste Roboter kommt, vielleicht mal mit der Schotti arbeiten oder sowas in der Art. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Oh, wir können uns wieder das anhören. Was ist denn mit den schwarzen Bubas los, Nikolai? Die normalen WoW A6 befolgen Befehle und sind immer höflich. Aber die Schwarzen stolzieren herum, als würde ihnen der Laden gehören. Sie ignorieren einfach jeden Befehl. Gestern hat mich einer von ihnen angerempelt. Na toll, die beschissenen Aufzüge funktionieren nicht. Und jetzt? Soll ich da etwa runterspringen? Sie haben keinen Strom. Wenn du sie wieder an den Strom anschließt, laufen sie wieder. Dann muss ich also den Schutzschalter finden. Aber wo, bitteschön? Ich könnte ja den Leitungen folgen, aber natürlich liegen die alle unter Putz. Mit dem Scanner lassen sich elektrische Felder aufspüren. Und sich nicht einmal entschuldigt.
Reagieren Sie nur auf Leute mit hoher Sozialwertung oder so? Bitte melde dich so schnell wie möglich. Mir macht das langsam Angst. Okay, ich bin froh, dass das einfach kurz unterbrochen wurde. Ich hatte schon Angst, dass wir das Gespräch dadurch jetzt hier nicht mehr haben. Oder den Monolog, besser gesagt. Aha, aha. Da ist auf jeden Fall noch irgendjemand auf dieser Seite. Aber da komme ich nicht ran. Kann ich da eigentlich hoch? Oh Gott, nee. Ich kann definitiv nicht so hoch springen. Ja, es war ein Versuch wert. Komme ich nicht rüber. Also ich muss... Was ist denn da so creepy mit der Musik hier? Eieieiei. Da sind wieder Roboter. Vorsicht! Da vorne ist eine Löwenzahnkamera. Wenn sie uns erfasst, wimmelt es hier gleich von Robotern. Keine Panik. Ich kann ja was werfen, um sie abzulenken und sie dann mit einem EMP außer Gefecht setzen. Ah, okay. Also die Anlage ist mit Überwachungskameras ausgestattet, diesen Löwenzahndingern. Wenn sie den Spieler entdecken, lösen sie einen Alarm der Stufe 1 aus und rufen alle Roboter in der Nähe herbei. Wenn der Spieler gegen die Roboter kämpft, wird der Alarm auf Stufe 2 erhöht und Verstärkung angefordert. Aha. Du kannst eine Überwachungskamera ablenken, indem du etwas in eine andere Richtung wirfst oder sie per Schock vorübergehend deaktivierst. Aber wie werfe ich etwas? Wie werfe ich etwas? Okay, sorry Leute, das muss ich kurz mal nachgucken, weil sonst weiß ich das nicht. Werfen? Das ist ja jetzt alles... Ja, das ist nicht das, was ich suche. Steuerung anpassen, nein, Empfindlichkeit, X-Achse, nein, das hilft mir alles gar nicht. Nein, das hilft mir alles gar nicht. Okay, ich weiß nicht, wie man Dinge wirft. Das ist eher mittelgeil. Aber immerhin hat mich diese Maschine jetzt hier gerade eben auch nicht gesehen. Ich frage mich halt, ob ich die halt auch vielleicht mit einem Schuss oder so deaktivieren könnte. Ey, da ist doch garantiert wieder ein Roboter drin. Das würde mich... Okay, da ist keiner. Ah, telekinetischer Wurf. Gedrückt halt ein F. Lass wieder los, um ein Objekt aufzuheben, um es zu werfen. Ah. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich jetzt hier was werfen soll. Hallo? Wie mache ich das? Okay, es hat mich immerhin nicht gesehen. Ich sehe es mal von der positiven Seite. Okay, also ich weiß jetzt nicht, was ich hätte drücken müssen, ne? Vielleicht komme ich auch einfach so vorbei. Es sieht gut aus. Also es funktioniert auch so. So ein miese Roboter da. Kann ich da rein? Ja, ich kann da rein. Okay. Also gut. Ich würde mal sagen, Leute, das ist ein guter Punkt für Break. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.